Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Heute kümmern wir uns um den Puls und schauen, ob der Impuls in dem abgeschlossenen System erhalten bleibt. Was ist eigentlich ein Impuls? Ihr kennt alle das, was ihr als Wucht bezeichnet. Also wenn man euch einen Tennisball zuwirft und ihr versucht, den zu fangen und beim nächsten Mal erhöht man die Geschwindigkeit, dann merkt ihr, es wird viel schwerer und ihr habt irgendwie das Gefühl, dass es euch umso mehr nach hinten drückt, umso mehr der Wurf beschleunigt worden ist, umso schneller der Wurf war. Nimmt nun der Gegenüber statt einem Tennisball einen Medizinball und wirft mit der gleichen Geschwindigkeit dasselbe fest. Die Wucht wird größer. Und das, was man eigentlich allgemein Wucht nennt, das nennt der Physiker Impuls. Und auch so ist es definiert, wenn die Masse oder die Geschwindigkeit erhöht wird, wird der Impuls größer. Also Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. P ist gleich M mal V. Die Richtung des Impulses ist die Richtung der Geschwindigkeit. Manchmal zeigen die Physiker deswegen ein Vektorpfeilchen drüber. Das soll nichts anderes heißen als die Richtung der Geschwindigkeit und des Impulses stimmen überein. Die Einheit, ein Impuls hat keine eigene SI-Einheiten. Das heißt, ihr müsst einfach Kilogramm mal Meter durch Sekunde nehmen. Oder manchmal wird es einfach als ein Huygens bezeichnet, HY. Aber eher selten. Nun wollen wir uns zwei Massestücke anschauen, M1 und M2. Diese zwei Massestücke, also M2 ist deutlich größer gezeichnet. Es soll auch so sein, dass M2 größer ist als M1. Dass sie unterschiedlich auch sein dürfen. Und jetzt haben sie beide eine Geschwindigkeit. M1 bewegt sich mit der Geschwindigkeit V1 auf M2 zu. Und M2 bewegt sich auf M1 mit der Geschwindigkeit V2 zu. Das heißt, wir können hier die Impulse schon mal aufschreiben. P1, der Impuls des linken Massestücks in dem Fall, wäre M1 mal V1. Der Impuls P2, M2 mal V2. Das heißt, der Impuls wirkt von M2 auch in diese Richtung, von M1 in diese Richtung. Und von der Skizze her müsste der Impuls von M2, der Impuls P2, deutlich größer sein, weil die Masse größer ist und ich habe sogar die Geschwindigkeit ein bisschen länger gezeigt, also müsste auch die Geschwindigkeit größer sein. Nun wird es irgendwann zu dem Fall kommen, dass diese zwei Massestücke aufeinandertreffen. M1 und M2 sollen sich jetzt hier genau berühren. Was passiert in diesem Moment? Nun, beide haben Kontakt, sie können aufeinander eine Kraft ausüben und wie das immer so ist, Aktion gleich Reaktion. Und zwar gibt es hier die Kräfte F1,2. F1,2 ist die Kraft, die auf 1 wirkt, aber von 2 verursacht wird. Also die Kraft, die dieser große Körper auf den kleinen auswirkt und F2,1. Umgekehrt, die Kraft, die auf Körper 2 wirkt, von 1 verursacht. Und jetzt wissen wir Aktion gleich Reaktion. Somit sehen Sie vom Betrag her gleich, nur die Richtung ist genau entgegengesetzt. Deswegen minus F1,2 ist gleich plus F2,1. Was passiert bei diesen Sachen nach dem Crash? Nun, die Kräfte, die wirken, verursachen eine Beschleunigung. Wir wissen ja, F ist gleich M mal A. A ändert die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, die Geschwindigkeitsänderung. A ist einfach Delta V durch Delta T. Und was ist bei uns die Geschwindigkeitsänderung? Nun, die Geschwindigkeit am Anfang ist V1. Und nach dem Crash haben wir eine neue Geschwindigkeit, die nennen wir einfach V'. Das heißt, Delta V
ist bei uns nichts anderes als V' minus V. Also die Geschwindigkeit nach dem Stoß minus die Geschwindigkeit vor dem Stoß. Und somit können wir das einzeichnen. Naja, unsere Massestücken haben neue Geschwindigkeiten. V2' und V1'. Somit haben wir neue Impulse P'1, M1, V1', P2' gleich M2, V2'. Was wir nun wissen wollen, ist eigentlich, wie hängen diese Impulse eigentlich zusammen? Und wir setzen da genau hier an, also wo das Gleichheitszeichen sitzt, weil in diesem Moment das System eigentlich zusammenhängt. Und sagen, natürlich wissen wir ja, M1 mal A1 minus M1 mal A1 weil minus F1 2, muss das gleiche sein wie M2 A2. Nun setzen wir das ein. Minus M1 Delta V1 durch Delta T ist gleich M2 Delta V2 durch Delta T. Einfach das hier jetzt eingesetzt. Delta T, natürlich gleicht sich die Zeit, in der die Kräfte wirken. Und natürlich, wenn wir die auseinandergehen oder zusammengehen, ist für beide Massestücke jeweils die gleiche Zeit. Das heißt, wir können hier mit Delta T multiplizieren und haben dann minus M1 Delta V1 gleich M2 Delta V2. Jetzt haben wir Delta V definiert als V' minus V. Setzen wir auch das ein, minus M1 mal V1' minus V1 ist gleich M2, Klammer auf, V2' minus V2. Wir können das nun ausmultiplizieren, minus M1 V1' plus, minus mal minus gibt plus, M1 V1 ist gleich M2 V2' minus M2 V2. Nun seht ihr hier, M mal V, das sind immer alles Impulse. M1 mal V1', haben wir gesagt, ist der Impuls P1', also minus P1' plus selbe Spielchen, das ist P1, ist gleich P2' minus P2. Und jetzt kriegen wir einfach mal die ganzen Impulse vor dem Stoß und nach dem Stoß jeweils auf eine Seite. Also in dem Fall plus P1' und plus P2, dann steht hier noch P1 plus P2 ist gleich wie P1' plus P2'. Das heißt, die Anfangsimpulse sind zusammen gleich groß wie die Impulse nach dem Stoß. Das nennt man den Energieerhaltungssatz. Impuls natürlich. Impulserhaltungssatz. Wir kennen also nicht nur den Energieerhaltungssatz bei solchen Dingen, dass die Energie der Körper erhalten bleibt, eben auch im abgeschlossenen System bleibt auch der Impuls erhalten. In einem abgeschlossenen System bleibt der Gesamtimpuls immer gleich. Das habe ich euch hier in diesem Beispiel gezeigt, aber es gilt wirklich allgemein. Nun, vielen Dank, dass ihr hier auf www.lyrelda.de reingeschaut habt. Bleibt uns gewogen und sucht uns auch mal auf Facebook.